Lehrer, Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums E-Westen. Im Namen der Landesbibliothek Oldenburg begrüße ich Sie herzlich in unserem Haus zur Eröffnung der Ausstellung Mehr als ein Stern. Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand an ihn denkt. Seit 1982 wird in Oldenburg vom Arbeitskreis Erinnerungsgang an die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gedacht. Eine von Schülerinnen kuratierte Ausstellung in der Landesbibliothek gehört fest ins Programm. Warum in der Landesbibliothek Oldenburg? Dieses Gebäude war der Hauptsitz der Oldenburger Polizei. Hier war die Sammelstelle der Inhaftierten, der Ort des Verbrechens als Ort des Gedenkens. Passender kann es nicht sein. Die jährlichen Ausstellungen zum Erinnerungsgang sind ein fester und wichtiger Bestandteil unserer Ausstellungsarbeit. Schülerinnen und Schüler setzen sich fragend und forschend mit der Verfolgung und Ermordung der Juden in Oldenburg auseinander. Zum zweiten Mal gestaltet das Gymnasium E-Westen den Erinnerungsgang mit einem vielfältigen Begleitprogramm. Mit der Ausstellung Mehr als ein Stern wollen Sie über die Katastrophen- und Opfergeschichte hinaus die Perspektive erweitern auf die vielfältige und lebendige Geschichte und Gegenwart der jüdischen Kultur in Oldenburg. Ich beglückwünsche Sie alle zu dem, was Sie erarbeitet haben und in den nächsten Tagen und Wochen öffentlich zeigen und vorstellen. Sie alle waren so viel mehr als nur Angehörige ihrer Religion. Sie waren Persönlichkeiten mit Wünschen, Hoffnung und Problemen. Kunst soll für sich selber sprechen. Daher werden wir die Kunstprojekte nicht im Einzelnen erklären. Aber wir wollen sie dazu bewegen, die Kunstwerke zu entdecken. Das Motto Mehr als ein Stern haben die Schülerinnen und Schüler der Arbeitsgemeinschaft Geschichte vor Ort entwickelt. Ich finde es toll und bin stolz darauf, dass wir am GEO Schülerinnen und Schüler haben, die an diesem wichtigen Geschichtsthema gearbeitet und diese Ausstellung erarbeitet und aufgebaut haben. Ich hoffe, die Ausstellung spricht sie an.